Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Fortnite-Video auf meinem Kanal, Leute. Und ihr könnt schon sehen, wir haben hier drei richtig fette Tunnel. Und ich kann schon mal vorab sagen, Leute, ich habe keine Ahnung, was in diesem Tunnel drin ist. Ich habe keinen einzigen davon gebaut. Ich bin noch nicht mal reingegangen in diesen Tunnel. Denn Leute, alle drei Tunnel wurden gebaut von Blaze und von Odoman, die hier irgendwo sind. Hallo, was geht ab, Jungs? Bonjour, bonjour. Deswegen danke an die. Checkt die gerne unten in der Videobeschreibung ab. Dann würde ich sagen, Leute, wir gehen einfach in jeden einzelnen Tunnel rein und müssen versuchen, insgesamt drei Judge-Ducks zu finden, Leute. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Wir haben jetzt nur noch 10 Sekunden Zeit. Deswegen würde ich sagen, let's go. Wir starten direkt mit dem Holztunnel. Aber Leute, bevor das wieder anfängt, nehmt euch ein paar Sekunden Zeit, um meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, weil ohne Glocke geht's einfach nicht mehr. Reicht jetzt aber auch mit Werbung, Leute. Hashtag MaveSquad. Danke für euren Support. Let's go. Von wem ist der? Von mir, jetzt pass auf. Okay, okay. Dann erklär mir mal, was ich machen muss. Hast du Sniper-Muni? Nein. Warte, ich stopp dich schnell. Ja, ja. Und bei meinem Tunnel ist das Geheimnis, dass du auf jeden Fall nicht nur einen Jack-Jack finden musst, sondern noch was. Okay, okay. Okay, Leute, wir gehen jetzt in dieser Folge in den allerersten Tunnel rein. Und das ist sozusagen das Prinzip von diesem Video, denn wir gehen jetzt hier durch drei Tunnel durch. Viel Glück, Achmed. Und boah, ich bin so gespannt. Ich weiß halt genauso viel wie ihr, Leute. Der Tunnel ist von Odoman und mehr weiß ich auch noch nicht. Und wir haben hier eine Bolt-Sniper, beziehungsweise halt diese Heavy-Sniper. Alter, das sieht schon richtig geil aus. Ich bin echt gespannt. Ich habe noch nie eine Map gespielt, wo ich noch nichts dran getan habe, beziehungsweise wo ich halt noch nicht mitgeholfen habe beim Bauen oder so. Und das sieht schon richtig fresh aus, wie wir hier runterlaufen müssen. Wow, Alter, warte. Wo muss ich jetzt hier lang? Ich glaube, ich muss hier runter. Okay, hier runter. Ist das ein Labyrinth oder was? Mäßig. Ah, ja, mäßig kleines Labyrinth. Es gibt ein paar Stellen, wo du vielleicht... Oh, okay, Jack-Jack habe ich. Hast du? Ja, okay. Warte. Und hier ist ein Taschenriss. Ist es das? Okay, das ist das zweite Geheimnis. So. Junge. Ja, ich bin drin. Versuch mal wieder hochzukommen. Ohne Taschenriss? Aber beeil dich. Ich glaube, du hörst, dass der Tunnel gerade abgebaut wurde. Halsmaul. Doch. Halsmaul! Nein, ich bin runtergefallen. Aber ich habe meine Items noch. Okay, nein. Ich hätte es theoretisch sogar wirklich noch geschafft. War gerade ein bisschen dumm, dass ich da runtergefallen bin. Egal, Leute, ich würde sagen, der erste Tunnel ist sozusagen jetzt bestanden. Hätten wir den Taschenriss noch reinbekommen. Aber das war eine richtig geile Idee. Das war eine richtig frische Idee. Okay, deswegen Props an Odoman. Den ersten Tunnel haben wir geschafft. Und der war eigentlich ein lockerer Tunnel. War jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe gesagt, bekommen einer von diesen zwei Tunneln jetzt hier noch. Sollte ein Horrortunnel sein. Deswegen würde ich sagen, warte, hier den Taschenriss brauchen wir nicht mehr. Den Jack-Jack haben wir sozusagen schon, sprich eine Trophäe haben wir schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt da direkt rein. Achmed, Toni, erklär mal. Ich erkläre es dir ganz kurz. Also Achmed, wenn du reingehst, nach rechts gehen, das ist das allererste. Und dann gibt es einmal zwei Wege, wo du dich entscheiden musst. Einer bringt dich heil nach Hause und einer lässt dich sterben. Also viel Glück, Achmed. Oh, okay, warte, okay. Nimm lieber mal den Taschenriss mit. Ich nehme es zur Sicherheit mal wirklich mit, Leute. So, Tür geht auf und wir gehen jetzt in den zweiten Tunnel rein. Und hier oben, Alter, hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Macht null Sinn, egal. Dann gehe ich hier direkt rein. Warte, du meinst nach rechts geht, ne? Ja. Aber ich komme hier gar nicht hoch. Nee, da musst du ja auch noch gar nicht lang. Achso, okay. Dann ist das alles hier richtig so. Dann gehen wir hier durch den Tunnel und direkt hier rechts runter. Boah, das sieht so fresh aus, Leute. Und ich bin irgendwie richtig gespannt, was hier alles drin sein kann. Und schon wieder so ein Labyrinth mäßig. Alter. Ah, das ist ein Jump'n'Run. Nein. Alter, ich weiß jetzt schon, dass ich hier sterben werde. Der Jack-Jack. Ich hab den Jack-Jack schon mal gefunden. So, zack, Leute. Wir haben schon mal den zweiten Jack-Jack. Aber wir müssen jetzt irgendwie versuchen, hier durchzukommen. Boah, man knallt hier gegen die Decke. Oh, so, das haben wir. Dann hier rüber springen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge, das ist gerade richtig knapp. Und jetzt hier diesen Sprung machen. Alter, puh. Ich habe noch nie so einen Jump'n'Run gemacht, was so knapp war. Und jetzt haben wir hier einen Greifer, aber... Hä? Okay. Hä, wo muss ich hin? Ich check grad gar nicht. Ernsthaft? Okay, wow. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zurückgehen, Leute. So, aber wir haben jetzt einen Greifer, deswegen können wir das Ganze jetzt nochmal besser machen. So, ja. Okay, perfekt. Dann muss ich jetzt hier nach rechts. Alter, Leute. Und es gibt sogar gleich noch einen Tunnel. Also ich bin echt schon richtig gespannt, was im nächsten Tunnel sein wird. Ich hoffe, wir packen das Ganze jetzt noch schnell genug, bevor die Zone kommt. Und jetzt... Oh, okay. Ich sehe schon. Einmal nach rechts und einmal nach links. Ich würde sagen, wir gehen... Boah, wie der linke Weg aussieht. Ich glaube, das sieht echt nicht gesund aus, Leute. Ich glaube, das sieht nicht gesund aus. Wir gehen mal nach rechts. Und... hier ist... Ah, komm, das sieht doch ein bisschen besser aus. Aber Leute, das wäre doch viel zu einfach, wenn wir den normalen Weg gehen würden. Deswegen würde ich sagen, wir gehen links lang... Und checken das Ganze mal hier ab. Okay, wir gehen jetzt hier in diesen langen Tunnel rein. Und das sieht irgendwie voll gruselig aus. Da unten ist es so richtig nebelig. Und ich kann mir schon vorstellen, was da ist, Leute. Ich kann mir schon vorstellen, wir machen die Tür auf und gehen direkt dann ins Wasser rein.
so safe. Okay, wir sind jetzt hier unten und, ja, ich wusste, es geht direkt ins Wasser rein. Aber wir gehen wieder hoch, so, zack. Da ich wusste, dass das Ganze eine Falle war, Leute, gehe ich jetzt hier unten hier lang und check mal den anderen Weg ab. Denn hier müssten wir eigentlich in unsere Freiheit kommen und sozusagen auch hier wieder raus aus dem Tunnel. Und dann haben wir das Ganze eigentlich geschafft und auch schon in den zweiten Jack-Jack geparkt. Alter, ich bin stolz auf mich. Mich wundert es aber, dass hier einfach keine Fallen sind oder so. Also ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, dass hier irgendwo Fallen sind. Und was geht ab, Leute? Hallo? Ah, da. Was geht, Junge? Den zweiten Tunnel ist auch geparkt. Und dann würde ich sagen, ja, Tunnel, ja, genau, perfekt. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt in den dritten Tunnel rein. Und diesen Tunnel haben Blaze und Odermann zusammengebaut. Gibt es da irgendwas Wichtiges zu erzählen oder so? Jack-Jack-Finn, ja, perfekt. Okay, ich würde sagen, okay. Leute, wir öffnen die Tür und gehen direkt jetzt in den letzten Tunnel rein. Und der ist aus Metall. Vielleicht ist das hier der Horrortunnel, weil der andere war ja eigentlich ein bisschen in Ordnung. Und wow, Junge, was geht hier ab, Alter? Hier gibt's jemanden, der dich trollt. Wie? Ey, haut doch ab, Alter, haut doch ab, Jungs. Verpisst euch von mir. Warte, wollt ihr das alles kaputt machen oder was geht hier ab? So, hier wieder hoch. Und jetzt müssen wir einfach nur geradeaus, oder was? Hä? Ich komme hier gar nicht lang. Ja, what warum? The fuck? Aha. Vielleicht musst du auch mal was abbauen. Ja, okay, nee, egal. Ich muss meinen Grappler, den ich vorhin gekriegt habe. Zack, das war ein schöner Sprung. Dann hier direkt weiter. So, durch die Tür durch. Hast du deinen Grappler noch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht ist vorbei. Hast du noch den Taschenriss? Den Taschenriss habe ich sogar noch. Hast du noch? Bist du sicher? Und ich habe den letzten Jack. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, war das knapp! Kurz vorm Ende. Ja, ich hab's sogar noch geschafft. Und das wäre sogar wirklich das Ende gewesen, Leute. So, jetzt müssen wir nur versuchen, irgendwie wieder heil zurückzukommen. Ja. Mit drei Jack-Jacks. Was? Junge, du Wichser! Du kleiner Wichser und alle Jack-Jacks sind weg. Alle meine Jack-Jacks sind weg, Alter. Scheiße. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben es aber trotzdem geschafft. Wir haben alle drei Jack-Jacks bekommen und das mit dem Abbauen war eigentlich geplant. Ist halt ein typischer Toni oder so. Egal, Leute, checkt auf jeden Fall die anderen beiden ab, weil die Tunnel waren richtig geil. Und sorry nochmal wegen meiner Stimme, falls sie irgendwie richtig vercrackt ist, weil ich bin immer noch krank, bin noch ein bisschen heiser. Deswegen sorry dafür, Leute. Ich würde aber sagen, es war eine richtig geile Folge, hat mir mega gefallen. Deswegen lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch auch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, macht's gut, haut rein. Peace.